Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen komischen Flash-Game namens Achtung die Kurve. Vielleicht kennt ihr das, es ist so ein Spiel, wo man irgendwie eine Linie fahren muss und andere dürfen, ach ja, deine Linie nicht berühren. Und irgendeiner von euch ist gerade in eine Wand geknallt. Ich habe noch GL-Help geschrieben. Oh nein, ich bin fett. Ich hab einen Blitz. Oh, da will ich nicht rein. Oh Gott, ist das doof. Oh Mann, Alter. Oh, du hast auch einen Blitz, Erik, fahr doch nochmal rein. Oh Mann, das ist ein voll der Scheiß-Power-Up. Und, ja, das sind jetzt einfach, wir spielen das hier gerade gegeneinander, bis wir 30 Punkte erreichen, weil der Vorschlag unter dem Happy Wheels-Part kam, dass man ja eventuell... eventuell Flash-Games vorstellen könnte, Scheiße. Deswegen... Das sieht aus wie eine Sprechblase. Ach. Voll schön. Oh nein, ja. Yankee. Leute? Was? Oh nein. Bitteschön. Ich komm damit klar. Ich hab ja gesehen, wann es eingesetzt wurde. Zumindest glaube ich das. Haha, ich hab's geschafft, damit klar zu kommen. Oh, ich bin so blöd. Oh. Nein! Sieg für den... Ach, ich doch alle. Okay. Wie man sieht, bin ich aber klar am Gewinnen. Ich wollte nur unterschwellige Botschaften übermitteln. Es ist aber nicht unterschwellig, wenn du sagst, abonniert ihn! Okay, Niki, hör auf. Mit deiner lautesten Stimme. Okay, Erik ist. Ach so! Liken dafür, dass die Linie rot ist. Favorisiert, abonniert. Favorisiert, wenn ihr auch abonniert. Schon mal ein Spiel gespielt habt, dann favorisiert ihr. Liked in 5 Sekunden, wenn ihr diese Szene kennt. Wer ist Türkis, der macht mir Angst. Du hast mir voll Angst gemacht. Nein! Oh nein! Da bring ich mir unter selbst auf. Oh Mist. Sieg für den, ups, roten Kreis. Wer hat das denn nicht empfunden? Marvin. Er hat angefangen mit Sieg für den grünen Kreis. Leute, wenn wir irgendwann nochmal zusammen ein Flash-Game spielen, ich finde, das macht eigentlich recht Spaß, vielleicht finde ich ja nochmal sowas, dann müssen wir als Begrüßung immer Weidmanns Heil sagen, okay? Weidmanns Ich finde, das klingt witzig. Ich will, dass wir dann Weidmanns Heil... Kreis ihn ein. Mach ihn kaputt. Ihr mögt doch Speed, oder? Ja, du magst Speed, oder? Philipp, doch, Janik? Was? Ach, du hast das... Ach, jetzt verstehe ich das erst. Sieg für den roten Kreis. Irgendwie sieht das aus wie eine Nachgeburt, ich weiß nicht warum. Ja. Das macht so, als wäre eine Nachgeburt mit zur Schule. Oh Mann, warum darf Lukas fliegen? Ich will auch fliegen. Wer hat das nochmal gemacht? Einer aus meiner Klasse. Mutterkuchen. Einer aus deiner Klasse. Ich möchte keine Namen nennen. Es ist vielleicht besser, weil wir sehen das ja so viele. Oh, du Wichser! Und diese Person hat auch... Naja, von den zwei Leuten muss nur einer die Person kennen. Mann. Ja, die Person sieht für den orangenen Kreis. Jetzt Zeit, dass ich mal gewinne, ist ja peinlich. Ja, ich glaube, ich hänge jetzt mal den Turbo rein. Was denn? Den Turbo, ja, es gibt eine Turbo-Taste. Gab's früher bei irgendwelchen Controllern immer, ja, das war voll cool. Ich bin langsam. Gab's doch auch bei der Tastatur, oder ja, nicht? Ja, wir sind alle langsam. Außer ich. Wie? Doppelt langsam. Ah, Lukas kann gleich wieder fliegen. Lukas ist doof. Fliegen. Hallo, Niki, hallo. Ist du ein hallo. Ich hab ihn voll aus dem Konzept. Sieg für den roten Kreis. Oh, Jank, du bist echt ein Schwager, die bist du. Nacht nur damit er von seinen Abonnenten angeht. Das hätten die ohne dich nicht gewusst. Die wissen nicht, dass ich nächtelang durchmache, um diesem Spieler ein guter Spieler zu werden. Das spielen die in der ESL, Mann. Ja, die ESL ist auch so pro. Ja, ich meine, da spielen die League of Legends. Warte, League of Legends, diese scheiß Abklatsche von Dota?
Nein, Dota ist die Abklatsche. Dota ist eine Abklatsche von League of Legends. Echt so. Dota ist so schlecht, ohne Spaß jetzt mal. Ich hätte in den Kommentaren... Dota ist so unglaublich schlecht, ey. Oh, ich freue mich drauf, die Kommentare zu lesen. Ich wette, die prügeln sich da drum, dass League of Legends so toll ist. Dumm, da kann ihr man ja mal, ihr unter die Kommentare... Da kann man sogar die Nein und sowas. Ja. Und das braucht wirklich Skill. Ja. Da muss man was für tun, damit man kleine Noobs abschlachten kann. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr besser findet. Dota oder League of Legends? Oder Counter-Strike 1.6 oder Counter-Strike 6 aus? Oder die PS3 und die Xbox? Das hatten wir auch lange nicht. Ja. Genau, oder vielleicht die Wii. Ich meine, die ist innovativ. 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 Moment, ist Yank gerade, hat Yank gerade verkackt? Nein. Wii plus Xbox, welche Xbox? Ja. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Xbox, die Xbox, das ist auch auf dem PS3-Controller drauf ist? X und Box 360. Ja, X und ein Viereck. Ah, X und ein Viereck und 360 ist der Kreis. Ja. Xbox 360. Was ist das? Keine Ahnung. Das ist alles ein Abklatsch von Dota. Boah, das war ultra cool. Obwohl, irgendwie habe ich mich gefühlt wie auf dem Zirkus und ich habe Angst vor Clowns. Ich bin manchmal tue ich so Sachen, die mir... Lukas ist doof. Ja. Ja. Auf den Punkt gebracht. Du hättest das noch weiterfahren können. Sieg für den Ohren. Ja, in der Tat nach hinten. Das ist kein Kreis, der ist nicht vollendet. Kastrop Rauxel. Der Kreis bei der Xbox ist auch nicht vollendet, das ist ein 360. Der Kreis bei der Xbox kann nicht mal. Eraser. Wie steht ihr eigentlich so? Gar nicht. Da stehe ich gar nicht zu. Ich auch nicht. Ah, okay. Doppelt vertauschen ist dann einfach, dass normal vertauscht ist. Ihr seid alle durch eure eigene Dummheit gestorben. Nein. Ja, guck mal, unsere. Intelligent, Erik. Ja, stimmt. Wollte ich gerade sagen. Erik ist in Wirklichkeit auch der intelligenteste von uns. Ich hätte das ist falsch. Ja, ja LOL! Erik ist durch seine Unterbrechung einfach durch meine Linie gefahren! Was? Was? Ja, stirb in meiner Schnecke. Warum kann Erik das? Erik hackt! Ich will nicht mehr mit Erik spielen. Erik, du bist raus. Erik ist doof. Och man. Erik ist fett und passt nicht mehr durch die Lücke gepasst. Vollkreis. Nein, da fehlt ein Stück am Ende. Man muss jetzt dieses Meme einblenden, dieses Falls. Ist voll witzig, das kennt wahrscheinlich keiner von euch, weil der alte Nein-Fagger seid. Natürlich kenne ich das. Ja, ja, du kennst das ja auch. Ich aber bin doch jeden Tag auf Nein-Gag. Was findet ihr besser, Nein-Gag oder 4chan? Genau, was findet ihr besser, Nein-Gag oder 4chan? Könnt ihr alle auch Triforcen? Genau, beweist uns in den Kommentaren, dass ihr Triforcen könnt. Könnt ihr das? Link posten, ich glaube, ich bin gerne von YouTuber. Übrigens, wir haben uns übrigens überlegt, ein League of Legends Turnier zu machen mit den Abonnenten. Mhm. Ja. In die Kommentare, das ist also allgemein, weil es das skilligste Spiel ist, was wir kriegen. Ja, also wir sind 4 Leute und wir suchen halt andere Leute, die unserem Skill her entsprechen. Ja, deswegen sind wie wir. Deswegen schreibt am besten alle mal in die Kommentare, wie ihr ein League of Legends Turnier findet. Das meinen wir jetzt komplett ernst, also todernst. Mhm. Genauso wie ich meine, wer würde Spaß über den Tod machen? Ja, das ist dann ja, ne? What? Boah, Niki. Dich habe ich aber zerstört, ihr müsst, oder? Ihr müsst auch noch unter die Kommentare schreiben, wie ihr eigentlich zu dem neuen Ton steht, den YouTube eingefügt hat, wenn man Videos liked. Genau, ihr müsst das Video liken, müsst es wieder entliken. warte, ihr müsst es liken, müsst es wieder entliken, müsst es wieder liken und dann noch auf Facebook sharen und dann habt ihr 10.000 Abonnenten. Genau. Aber auch nur dann. Ja, aber hört euch mal wirklich an, wie sich der neue Ton, dieser Like-Ton anhört. Naja, wenn man jetzt Like drückt, dann, also wenn es nicht klappt, einfach einen neuen Account erstellen und nochmal liken, dann funktioniert es vielleicht. Wenn das immer noch nicht klappt, einfach weitermachen. Oder einfach mal favorisieren und dann in die Playlist. Oh mein Gott, nein! Ich hab euch alle mit einem Power-Up ausgeschaltet, ich bin so mächtig. Das ist auch der... Ja, wenn man nicht drauf achtet, ist das echt heftig. Oh, das war auch so witzig, weißt du, Niklas, da warst du gleich dabei. Wir haben gestern auch Achtung die Kurve gespielt. Und Erik ist frontal in mich reingefahren, ne? Oh. Und wir fragen ihn so, Erik, warum bist du einfach in Janik reingefahren? Er so ganz ernst, ich wollte ihn zerstören. Das war so witzig. Oh, das war lustig, ja, da war ich auch dabei. Oh, fickt euch. Ach, fick dich. Sieg für den roten Kreis. Das ist zu Ende, ne? Ach ja, ist zu Ende, ne? Wollen wir noch eine Runde spielen? Ja, machen wir noch eine. Gut, dann drücken wir nochmal ready und machen die zweite Runde. Und
Ah ja, noch ein gutes Komma. Hey, ich bin Zweiter. Das ist noch eine gute Umfrage. Jetzt habe ich mir vorhin was überlegt, was ich sagen wollte, das habe ich sogar vergessen. Welche Eissorten mögt ihr? Mögt ihr Nocker? Gott sei Dank. Zitroneneis. Zitroneneis? Oder, genau. Oder eher Wassereis? Oder Wassereis? Oder Milcheis? Nee, Milcheis. Schmilzt gleich. Ach nee, schmilzt Milcheis. Gleich. Und, das wäre mit, mögt ihr eher so Kiddy, mögt ihr eher Kiddy-Stimmen oder aggressive Rapper? Oh. Boah, nimm doch diese scheiß Radiergummi! Alter! Wie ich nicht drauf klarkam. Ach ja, und welches Pokémon mögt ihr lieber? Glumanda. Genau, welches Start-Pokémon? Egal welche Generation, welches findet ihr am besten? Nein. Oh. Nur Glumanda oder Turtok. Weil der Samen ist ja sowieso für den Arsch. Das wir Erik, du wirst geflamed in die Kommentare. Welcher Star Wars-Teil ist der beste? 3 oder 2? Nein, so, die Kommentare werden so voll. Die kommen von dem. Das wird sich einfach keiner dieses Video angucken. Ich glaub's auch. Vor allem, wer kommt auf die Idee, bei YouTube Achtung, wie du weit zu gehen? Das macht alles Yannick's Fame. Er mag Fame. Gewinne ich eben wegen Achtung die Kurve. Ich mag Achtung die Kurve. Gewinne ich halt wegen AIDS. Ich mag AIDS. Little Miss Sunshine. Wir haben viel zu viele Insider hier drin. Wir sind einfach ich weiß, die Deutsche werden wahrscheinlich von ihrem von. Boah. Menschen, die das gucken, verstehen das gar nicht. Wollen wir mal Scheiße labern, mal nicht. Dann labern wir wieder mit Insidern, dann mal wieder nicht. Und dann sind wir mal wieder. Es versteht einfach niemand. Wir sind einfach ein Mysterium. Und da unten hat sich einer raushühnert. Schickend out. Er hat sich rausgehühnert. Wir sind die Illuminaten für YouTube. Wir sind die Illuminaten für YouTube. Ja, zumindest baust du dir jetzt keinen Strick wie in der letzten Runde. Strick? Ja, wir spielen das Spiel auch ohne aufzunehmen. Ihr habt Sachen verpasst. Ja, Leute, es gibt noch ein Leben außerhalb von YouTube. Och Mann. Manchmal frage ich mich, ob Erik überhaupt irgendwas mitkriegt. Och Mann, ich hab gewonnen. Ui. Lukas, da fehlt die. Ist okay. Wie ist sind okay. Die denn da hingekommen? Kennt ihr das, wo Peter an sein Kind fasst und sie dann sagt, wie sind die da hingekommen und packt sich sein Kind in der Hose? Alter! Niki ist gerade auch einfach über eine Linie gedreht. Ja, deswegen, ich dachte, ich konnte fliegen und dann bin ich da wieder reingerannt. Ich habe mich vorhin gewundert, warum ich überlebt habe. Oh, dieses Spiel ist scheiße. Hallo, sag doch nicht sowas. Nein. Ach, du bist blöd, Yannick. Du kannst. Ja, bitte? Du kannst zu Dota sagen, das Spiel ist scheiße. Ja, und zu LOL kann man sagen, das Spiel ist gut. Und zu 4chan kann man sagen, es ist gut. Und zu 9gag kann man Fact sagen. Nein-Gag. Fortran ist was für Leute, die im Leben nichts erreicht haben. Eklige Sachen sehen wollen. Nein. Seid langsam, ihr Schweine. Nur weil man da sieht, wie irgendwelche Japaner komische Tiere in ihrem Genitalbereich haben. Okay. Ja, das oh mein Gott, überlebt das. So und das. Ja, ich bin tot. Ja, er hat nicht überlebt. Ah, oh, ich hab die Kurve geschafft dadurch und dann bin ich gegen die Wand gekommen. Ah, ich auch. Kurve. Bin ich wieder einfach zu heftig gedriftet. Kennt ihr das von Peter Griffin? Ja, ist total witzig. Das ist so. Das ist total. Oh, fick dich. Ja. Lukas, ich dachte, wir wären Freunde. Oh Mann, mach mal hier das Langsame weg. Yannick, in Zeiten der Achtung der Kurve... Gibt es nicht sowas wie Freundschaft? Darfst du niemanden trauen? Ich dachte, ich durfte nicht. Es heißt ja auch Achtung die Kurve und nicht, hey Kurve, wir sind Freunde. Es heißt aber Achtung die Kurve und nicht, halt, stopp die Kurve. Es ist nur eine Achtung, es ist eine nette... Geste, dass man einem nett darauf hinweist, dass man Achtung nehmen soll. Ich glaube eben nicht. Ich bin mal im Early Game, aber Mid und Late Game, da packe ich mega. Jetzt habe ich schon Early und Late Game bei Achtung die Kurve, okay? Ja, ich meine, für diese Dota-Facts ist das ja gar kein Ausdruck, ne? Naja, die haben das bestimmt noch nie gehört. Boah, danke! Wer war das? Lukas. Ich. Lukas, danke, der Lukas. Faggot.
Oh nein. Ich bin ein Fagott. Ich bin ein Fagott. Ich konnte bei dem verscheißen. Nein, wie konnte ich da verscheißen? Aber warum machst du mich hier so dick? Das ist, Erik, da kann ich nichts für, das ist genetisch bedingt. Leute in der Aufnahme. Sehr ehrlich. Ja. Fehlt da. Ihr müsst wissen, im Real Life sind wir alles Höchstleistungssportler. Wollen wir noch Werbung für irgendwas machen hier, wenn wir schon mal dabei sind? Werbung für irgendwen. Little Confused Brain, voll der behinderte Kanal, geht dann mal drauf. Bloß nicht hier drauf gehen. Nee, lass mal Werbung für Pepsi machen. Pepsi schmeckt gut. Oh mein Gott! Also Pepsi schmeckt mir persönlich besser als. Also ich hab 3 Punkte. 3 verfickte Punkte. Ja. Soll ich da durchführen? Fuck! Ich find das so geil, wenn Erik so anfängt zu schreien. Wow, fuck! Wenn er einfach zu schnell oder zu dick ist. Ja. Alter, jetzt. Ja, bitte. Das war diskriminierend. Dann ist er zu dick. Wieso? Ich meine das Power. Nein, ja nicht. Messer, Mike. Guck mal, ich hab einen Pin gebastelt, oder? Eine schwangere Frau. Messer, Mike. Oh nein. Eine schwangere Frau? Was ist verkehrt mit dir? Oh nein. Oh ja. Oh nein. Warum habe ich kein Geld, aber 3 Kinder? Warum kann ich nicht 3 Geld haben und keine Kinder? Homer Simpson war schon immer mein Weisheitsgeber. Weisheitsgeber? Mhm. Er wird euch titten. Ja. Du hast geflucht, ohne den Schimpfwortfilter zu aktivieren. Schimpfwortfilter? Nein. Nein. Ja, ich kann Achtung die Kurve spielen und gleichzeitig schreiben. Ist geil, oder? Doch, wir antworten einfach mit Blasen. Hey, hör auf. Oh, fuck. Boah, was? Ich hab grad irgendwie mega Lack gehabt. Ja. Hast du auch. Lacker. Glückspilz. Oh, guck mal. Übrigens, ich bin pink. Abonniert Guest 1366 bei Fuß. Fick dich, Yannick. Keiner von uns mag dich. Wir wollen nur Fame auf YouTube werden. Wie fett der Yannick ist. Was ist denn passiert? Alter! Alter, wie viele Verfettungsmittel waren das? Warte, wie viele Fastfood-Restaurants haben wir gerade abgeklappert, um so fett zu werden? Das war ja krank. Alter, an einer Stelle war Niklas so ultra krass dick. Boah, wie krass Erase. Singst du eigentlich die ganze Zeit einen Song von Nightwish? Keine Ahnung, wovon das ist. Das ist ein Ohrwurm, das läuft immer im Radio. Ja, das ist Nightwish. Nightwish hat Lieder im Radio, waren die nicht mal so metalmäßig? Nein. Los. Oh Gott, warum bin ich hier reingegangen? Warum bin ich hier reingegangen? Lukas, geh weg. Lukas, du bist doof. Lukas, du bist. Ich hab einfach einen Kreis in der Mitte gemacht, als ich nicht weiter wusste. Mach ich auch immer in der Schule. Oh, soll ich immer durchfahren? Das war schlecht. Das war voll gut. Er musste seine Wie wird das Battle? Es wird das Battle. Genauso wie das Battle zwischen uns, Alter. Ich glaub's nicht, weil Niklas der dumme Fehler macht. Bin ich mir ganz schön sicher. Oder genauso wie das Battle zwischen Niklas und Pali. Sind sowieso die krassesten Battles. Nein, bitte. Obwohl sind sie eigentlich überhaupt nicht, weil Niki ihr eh immer gewinnt. Ja. Okay, ich habe noch nie in einem richtigen Battle mit mir und Pali teilgenommen. Ja, ich weiß. Teilgenommen obwohl, doch, nicht. Doch, ich schon, aber da. Oh, ja. Immer nur, als ich mega betrunken war. Das zählt doch nicht. Also Niklas. Hey, wir trinken keinen Alkohol, wir sind alle gegen Alkohol. Ja, wir waren auch auf einer Anti-Drogen-Kampagne. Ja, macht mich lustig. Macht euch nur lustig.
Das sieht aus wie ein Penis, Lukas. Nein, tut nicht. Das Witzigste daran ist einfach, dass du gerade ein Bier trinkst. Ja, ein alkoholfreies, na und? Ah, danke. Ja, weil Bier auch so lecker ist, ne? Alkoholfrei ist schon. Boah, das ist viel zu langweilig. Ja, das würde was Riskantes machen. Fahrt einfach frontal auf... Frontal. Fahrt frontal aufeinander. Ja, wollen wir das mal machen, Niki, und gucken, wer gewinnt? Ja, das machen wir. Wer wegzieht, hat keine Eier. Nimm das, okay. Nimm das Radiergummi oben. Und dann, ja, dann macht ihr das. Okay, Niki. Oh, Nick! Ihr habt so dermaßen drauf. Oh, Jungs, ey. Was hab ich euch vermisst? Kannst du am Anfang irgendwie so Achtung in diesem Video ist pure Behindernis enthalten? Das wäre mir viel zu viel Arbeit für euch. Jo, ich fahr durch Striche durch. Jetzt wärst du voll im Gegen. Erik ist so Honk. Ja, irgendwie bin ich der Beste, ne? Von hinten. Von hinten bist du der Beste, das kann ich beurteilen. Habt ihr dieses kleine Feuerwerk gesehen? Als wir gegeneinander gefahren sind, war da ein Feuerwerk. Ey, fahr mal gegeneinander, ich glaub, das ist super gut. Das war voll cool. Ich find's aber voll unfair, dass du den Punkt dafür gekriegt hast. Wer beurteilt das bitte? Da gibt's bestimmt Angestellte für. Scheißen die sind in der Achtung die Kurve Hauptkommandozentrale. Nein! Oh. Erik, durch die Lücke dann nur durch die andere. Und dann kannst du durch Linien. Nee, der hat mich gerade irgendwie. Nein! Nein! Schön. Den pinken, schnellen Kreis. Ja, schon in der Finke. Oh, der schnelle Kreis. Ich muss noch einen. Der Pink hat doch 30. Na, ist aber Break. Und das heißt? Das versteht niemand so wirklich. Aber Hauptsache, es geht weiter, obwohl man die Höchstpunktzahl erreicht hat. Ja, wahrscheinlich muss er gewinnen, um zu gewinnen. Also. Ach, er muss gewinnen, um zu gewinnen, krass. Er muss eine ganze Runde gewinnen, um Erster zu sein. Ach nee, hatte er ja gerade eben schon. Hä? Das ergibt ja keinen Sinn. Das stimmt. Dieses mit dem Monster unten, das denkt mich auch. Oh, war das asozial. Das war echt asozial, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein Tiebreak. Das ist bestimmt thailändischer. Ja. Das ist thailändisch für ich brech dein Genick. Yo. Oder sowas. Oh, voll das Unendlich-Zeichen, Alter. Oh. So, Lukas hat gewonnen. Ja, gefickt, Erik. Ja, Alter, ist ja gut jetzt. Gut, ich würde sagen, tschüss. Abonnieren, favorisieren. Shanti! Auf Facebook teilen. Und bis dann. Ciao, ciao.